Fall. Nochmal gerne. Ein. Lebenswissenschaften bedeutet zunächst mal einfach Biologie zu wollen, wobei die moderne Biologie eben reicht auf der einen Seite weit in die Chemie hinein und auf der anderen Seite aber auch weit in die Medizin hinein, teilweise auch in die Physik hinein, dort wo biophysikalische Fragestellungen eine Rolle spielen. Das ist so eine Querschnittswissenschaft, die sich halt mit den Grundlagen des Lebens beschäftigt. Die Lebenswissenschaften sind, das wissen wir, eine wichtige Leitwissenschaft im 21. Jahrhundert. Und da ist es gut und richtig, sie auf höchstem Niveau weiter auszubauen, zu versuchen, die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für den Standort Mainz zu gewinnen und damit auch die Spitzenforschung an der Universität Mainz im nationalen und internationalen Vergleich weiter voranzubringen. War für uns wirklich ein Erlebnis sondergleichen, dass sie sofort das aufgenommen hat und hat sich gesagt, wenn, dann haben wir es hier, also wird es schnell umgesetzt. Wenn Sie Forschung in die Hand nehmen wollen, wenn Sie das richtig machen wollen, dann müssen Sie natürlich einen gewissen Betrag spenden oder zur Verfügung stellen, der sicher wird, dass die forschenden Leute nicht nur was forschen und in einer kurzen Zeit ist es wieder vorbei. Natürlich ist das ein hervorragendes Angebot, nicht nur für die Universität Mainz, sondern auch für die rheinland-pfälzische Landesregierung, dass hier von privater Seite 100 Millionen Euro zugesteuert werden, damit der Betrieb dieses Exzellenzzentrums für 10 Jahre gesichert ist. Und deswegen hat sich auch die Landesregierung in durchaus unkonventioneller Art und Weise bereit erklärt, innerhalb von kürzester Zeit 45 Millionen Euro für dieses Exzellenzzentrum zu verbauen. Das hat sich dann daraus ergeben, dass man Dialoge gehabt hat und hat gesagt, jetzt wird ein größerer Betrag frei. Und diesen Vertrag, den sollte man natürlich sehr sinnvoll einsetzen. Wenn, dann sollen wir ein vernünftiges Projekt machen, was über 10 Jahre gestreckt ist und damit auch eine Lebensdauer hat, die so ist, dass Forscher anfangen können und wissen, für was sie arbeiten, wo sie sind. Und das ist die Universität Mainz. Was den neuen Kolleginnen und Kollegen, die wir dahin berufen haben, freigestellt ist, ist selbstverständlich, was genau sie erforschen wollen. Und also da gibt es keine Bandagen. Was wir erwarten, ist international konkurrenzfähige Spitzenforschung, die hier vor Ort gemacht wird und die dann auch ausstrahlt und dafür sorgt, dass auch andere, zum Beispiel in die Biologie, in die Chemie, in die Physik, in die Medizin herkommen, weil sie wissen, da ist ein toller Partner, mit dem kann ich kooperieren.